Heute zeige ich euch, wie ihr mit CSS und JavaScript diesen richtig coolen Texteffekt erzeugt. Wenn ich mit der Maus hier rübergehe, sehen wir bekommen so eine kleine Wellenanimation. Das funktioniert mit jeder Art von Text, kann relativ einfach nachgemacht werden. Und wie das alles zusammen funktioniert, das zeige ich euch in den nächsten Minuten. So wie immer starten wir natürlich mit einer kleinen Setup-Erklärung. Hier eine Seite seht ihr Chrome, hier seht ihr Visual Studio Code mit meiner Custom-Entwicklungsumgebung. Dies unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ich euch erkläre, wie das alles funktioniert. Ich habe hier nichts vorbereitet, ihr könnt die so von GitHub klonen und hier starten. Aber wir legen jetzt erstmal los mit dem ersten Kapitel, also los geht's. So, das erste, was wir machen, ist in unsere Index.html einen neuen Div-Container mit der Klasse TextContainer zu erstellen. Hier drin, also in dieser Div-Box, können wir jetzt irgendeinen Text haben, zum Beispiel awesome. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, sehen wir, der Text steht hier, ist schon ein bisschen vorgestylt. Das liegt daran, dass ich hier eine Preset-SCSS habe, wo schon ein bisschen Text und Farben geladen werden. Für uns ist das aber relativ irrelevant. Was wir jetzt machen wollen, ist unsere Style.scss öffnen und erstmal dafür sorgen, dass unser Container ein Basic Styling bekommt. Hierzu erstelle ich mir in unserer SCSS-Datei eine neue Klasse, die nennen wir TextContainer. Sage, okay, es gibt eine Schriftgröße, die wollen wir natürlich benutzen. Außerdem möchte ich sehr dicke Schrift haben, dann wirkt der Effekt einfach ein bisschen besser. Und ich möchte, dass unsere Childs mit DisplayFlex und FlexDirectionRow in einer Reihe gestaltet werden. Wenn ich das abspeichere, sehen wir haben jetzt hier einen richtig großen Text und das ist unser Ausgangspunkt. Was wir jetzt machen müssen ist, diese Buchstaben in eine Art Array zu verwandeln, sodass wir jeden Buchstaben einzeln als Div-Container ansprechen können. Und das machen wir mit JavaScript, dafür gehen wir aber ins nächste Kapitel. Ich habe unsere main.js schon mal geöffnet und hier unsere Entwicklungsumgebung bzw. ich habe hier die Entwicklerkonsole geöffnet. Hier sehen wir jetzt unseren Div-Container mit der Klasse TextContainer und dem TextAwesome und das erste, was wir machen wollen in JavaScript, uns einen Container definieren, der in unserem Fall einfach durch unser Dokument durchgeht und per QuerySelectorAll die Klasse TextContainer, also die Klasse, die wir hier vergeben haben, anspricht. Ihr könnt also diesen Effekt nicht nur auf ein Element, sondern auf theoretisch unzählige Elemente, sofern sie die Klasse TextContainer haben, anwenden. Wenn ich das Ganze speichere, haben wir jetzt hier unseren Array von Elementen. Das bedeutet, wir müssen jetzt mit einer Schleife durch unsere einzelnen Elemente durchgehen. Also ich sage TextContainers for each, gehe dann durch jeden einzelnen Container. Das erste, was wir jetzt machen wollen, ist wie gesagt ein Array unserer einzelnen Buchstaben erzeugen. Hierfür erzeugen wir uns eine neue Variable TextArray und eine neue Funktion, an die wir unseren Container übergeben. Diese Funktion getLetterArray existiert in unserem Fall noch nicht und sollten wir als erstes mal definieren. Das mache ich jetzt hier unten, habe gesagt, okay, Function getLetterArray und übergebe unser Element. Unser Element wird jetzt als erstes einfach mal als Text definiert und wir sagen, okay, wir haben unser Element. Und wir wollen jetzt auf unseren Text-Content zugreifen, das machen wir über Text-Content. Und was wir am Ende noch machen ist, wir trimmen unseren Text-Content. Also wir entfernen ein Leerzeichen, das zum Beispiel vorne oder am Ende unseres Arrays stehen würde. Das nächste, was wir machen ist, wir returnen unseren Text innerhalb unserer Funktion, sagen aber mit Split, dass wir gerne jedes unserer Elemente einmal als eigenen Wert speichern wollen. Und wenn ich jetzt hier oben hingehe und per console.log unseren Text-Array ausgebe, dann sehen wir hier in der Konsole, dass wir ein Array haben aus unseren einzelnen Buchstaben. Das Schöne ist, das funktioniert auch mit mehreren Worten. Das heißt, wenn ich hier unsere Index.html überarbeite und sage zum Beispiel awesome Text, dann sehen wir, auch hier funktioniert das und unser Leerzeichen wird berücksichtigt. Das ist sehr wichtig, falls ihr zum Beispiel Texte habt mit mehreren Worten. Und was müssen wir jetzt machen? Wir haben jetzt unsere einzelnen Buchstaben als Array definiert und das erste, was wir jetzt tun wollen, ist unseren Container hier oben einmal löschen, weil wir wollen nicht, dass da unser weiterer Text einfach so drin steht. Deswegen sage ich unseren Container TextContent einmal clearen. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, verschwindet unser TextContent. Wir kennen aber unseren Text immer noch als Array. Und jetzt müssen wir durchgehen, für jeden einzelnen Buchstaben einzelne Boxen zu erstellen. Und das ist das nächste Kapitel. So, und los geht's mit dem nächsten Part. Das, was wir jetzt nämlich machen wollen, ist unsere einzelnen Buchstaben wieder zurück in unser HTML rendern. Und das machen wir über TextArray. Hier gehen wir jetzt durch eine Schleife, holen uns da jeweils unseren einzelnen Buchstaben raus und sagen, wir erstellen uns als erstes mal in unserer Schleife eine neue Variable, nennen wir Letterbox. Und hier sagen wir über Document createElement, dass wir einen Div-Container erstellen wollen. Diesem Div-Container müssen wir jetzt eine Klasse zuweisen. Wir sagen also hier Letterbox und sprechen hier unsere ClassList an, also die Liste aller CSS-Klassen. Und fügen in unserem Fall eine Klasse hinzu, nämlich Letter, sodass wir das später mit CSS auch stylen können.
Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert hier nicht wirklich etwas. Was ich jetzt machen kann, ist über unseren Container. Also hier oben greife ich auf unseren Container zu und sage hier Container Append Child Letterbox. Also ich füge unsere neu erstellte Divbox unserem Container hinzu. Das mache ich jetzt einmal und wir gehen hier in unsere Elements und sehen jetzt, dass unser Textcontainer insgesamt so viele neue Div-Container hat mit der Klasse Letter, wie auch unser Wort Buchstaben hat. Das ist also sehr wichtig und was wir jetzt machen wollen, ist unserem Letter-Element einfach noch unsere wirklichen Buchstaben hinzufügen. Hierfür brauchen wir weitere Elemente und dafür brauchen wir eine neue Funktion. Die erstelle ich mir einmal hier unten und sage Function create span. Sage hier, ich übergebe einen Buchstaben und eine Klasse oder wie die heißen soll, besser gesagt. Und diese Funktion müssen wir natürlich noch mit ein bisschen Leben füllen. Auch hier sagen wir, wir wollen einen neuen Span erzeugen. Das machen wir wieder über Document create element und dann Span. Und auch hier wollen wir eine Klasse hinzufügen unserem Span, in diesem Fall eine Variable, die wir an die Funktion übergeben und wollen diesem Span einen Content geben, nämlich unseren Buchstaben und die Funktion return dann einfach nur unseren Buchstaben bzw. unseren Span mit unserem Buchstaben und der neuen Klasse. Das können wir jetzt aufrufen, das machen wir einfach in unserer Schleife hier oben und sagen, okay, wir haben ja hier unsere Letterbox. Unsere Letterbox soll jetzt quasi ein bisschen mehr Leben bekommen und daher sagen wir auch hier Append Child und Append Child übergibt jetzt einfach hier unsere Funktion CreateSpan. Unser Span bekommt einmal unseren Letter, außerdem eine Klasse, in meinem Fall sage ich einmal LetterFront und wir müssen das Ganze kopieren und zwei Spans hinzufügen und einmal LetterBackground. Das speichere ich jetzt ab. Und wir sehen jetzt, unsere einzelnen Buchstaben sind hier zweimal drin. Einmal als Span Front mit A und dann Letter Background mit A. Und ihr seht auch hier, alle Buchstaben sind zweimal da. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt können wir mit CSS das Ganze mal ein bisschen netter aussehen lassen. So, das Erste, was wir jetzt machen wollen, ist in unserer CSS-Klasse TextContainer unsere Letter-Klasse ansprechen, die wir ja hier erzeugt haben mit JavaScript. Und das Erste, was wir machen wollen, ist unseren Cursor zu beeinflussen. Wir wollen, dass unser Text in dem Fall immer groß geschrieben wird. Auch da wirkt der Effekt einfach besser. Wir müssen auch eine Mindestweite vergeben, unsere einzelnen Letter, weil zum Beispiel Leerzeichen sonst einfach nicht existieren würden. Deswegen sagen wir eine Mindestweite von 2 rem. Das ist breiter als jeder Buchstabe, weniger breit als jeder Buchstabe, aber man sieht halt Leerzeichen. Und was wir hier drin auch machen müssen, unsere einzelnen Elemente brauchen auch Display Flex. Wenn ich das speichere, sehen wir, dass sich hier noch nicht wirklich was verändert hat, außer dass alle unsere Buchstaben jetzt groß sind. Was wir nämlich hier jetzt machen müssen, ist unsere Buchstaben aufeinander stapeln. Und dafür muss unser Letter die Ausgangsposition sein mit Position Relative. Und jetzt können wir nämlich sagen, okay, hier drin haben wir zwei weitere Klassen, nämlich einmal Letter Front und natürlich auch die nächste Klasse, nämlich Letter Background. Und diese beiden Klassen werden mit Position Absolute positioniert. Wir sagen also beim Background zum Beispiel Position Absolute, sagen hier, wir wollen nach oben hin keinen Abstand, wir wollen auch nach unten hin keinen Abstand, aber wir wollen, dass das Z-Index 1 ist. Außerdem wollen wir aber, dass unsere Front Position Relative bekommt, also relativ einfach über Flex, in diesem Fall mit Flex Direction Row positioniert wird, aber über unserem Background liegt, deswegen übergeben wir hier Z-Index 2. Wenn ich das abspeichere, sehen wir, unser Wort ist jetzt gleich, sieht aus, als wenn es ein normaler Text wäre, aber es sind, wie ihr seht, ganz viele einzelne Elemente, die übereinander gestapelt sind. Ihr seht also hier unten, diese beiden Buchstaben liegen exakt übereinander und das ist sehr, sehr wichtig. Das nächste, was wir machen wollen, einfach zum Beispiel hier noch eine Farbe vergeben, zum Beispiel Color, in meinem Fall sage ich Prime, das ist das Orange. Ihr seht auch hier, im Hintergrund sieht man jetzt so ein bisschen weiß und unseren Hintergrund wollen wir ebenfalls eine Farbe vergeben. In diesem Fall RGBA Prime, also nur 10% Deckkraft auf unserer Schriftfarbe, sodass man so einen ganz leichten Hintergrund hat, aber nicht allzu stark. Ihr könnt damit aber rumspielen, wie ihr möchtet. Hier könnten wir das Ganze jetzt erstmal speichern und sehen, es hat sich nicht wirklich was verändert. Was wir jetzt machen wollen ist, wenn ich mit der Maus über unsere Buchstaben gehe, wollen wir immer diese einzelnen Buchstaben ansprechen. Und dafür brauchen wir theoretisch nur einen Hover-Effekt. Damit könnten wir aber nicht den vorherigen ansprechen. Wir könnten den nächsten Buchstaben ansprechen, ohne Probleme. Aber es gibt in CSS keinen Selektor für den vorherigen Buchstaben. Deswegen müssen wir das über JavaScript lösen und das ist das nächste Kapitel. So, das, was wir jetzt als Erstes machen wollen, ist natürlich hier ein bisschen Animation reinbringen. Für jede Animation brauchen wir einen Trigger. Wir sagen also hier unsere Letterbox erhält jetzt von uns einen Trigger, nämlich addEventListener und dann bei Mouse Enter soll etwas passieren.
In unserem Fall soll bei MouseEnter eine Funktion getriggert werden und diese Funktion übergibt das Event und hier an die Funktion AnimateLetters. Wir könnten das Ganze so lassen, das ist aber keine schöne Lösung, weil wir ein zweimal ein Event aufrufen müssen. Deswegen sage ich, wir erzeugen uns eine neue Funktion, addMouseEvents, übergeben hier unser Element, was wir animieren wollen, beziehungsweise wo wir unsere einzelnen Eventlistener drauflegen wollen und sage hier, diese Funktion rufen wir unten auf. Einmal mit ganz normal addEventListenerMouseEnter und hier die Animationsfunktion AnimateLetters und dann unser Event. Und dasselbe brauchen wir noch einmal, allerdings nicht mit MouseEnter, sondern mit MouseLeave. Wenn ich das Ganze so abspeichere, würde das natürlich nicht funktionieren, weil unsere Funktion AnimateLetters natürlich nicht existiert. Das machen wir jetzt hier unten, erstellen uns diese Animation und sagen, okay, wir wollen jetzt in unserem Event unser Target, also hier in diesem Fall die Divbox mit der Klasse Letter ansprechen und möchten jetzt über die Funktion ClassList und hier über Toggle eine Klasse toggeln, also immer wenn ich rein oder rausgehe, wird eine Klasse hinzugefügt oder wieder entfernt. In unserem Fall heißt diese Klasse Active, das speichere ich jetzt mal ab. Und wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehe, sehen wir hier unten, dass unser HTML eine weitere Klasse hinzubekommt. Das ist sehr gut und damit können wir arbeiten. Was wir jetzt brauchen, ist in unserer Style-CSS bzw. SCSS, sagen wir, wenn unsere Letter-Klasse, die wir hier oben definiert haben, zusätzlich die Klasse Active bekommt, dann wollen wir gerne unseren Span, der oben liegt, also Letter Front, wollen wir gerne animieren. Dafür sage ich hier Letter Front und animiere hier drin jetzt einfach über Transform, Translate die X-Achse. Das speichere ich jetzt ab, gehe hier rüber und wir sehen, unser Buchstabe wird wunderbar animiert. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Wir haben aber noch keine Animation, das können wir aber relativ einfach ändern, indem wir sagen, unser Letter Front bekommt von uns Transition All 350 Millisekunden, Ease In und Out. Also wir haben ein kleines Easing, 350 Millisekunden dauert die Funktion. Das speichern wir jetzt ab und wenn ich hier reingehe, sehen wir, unser Buchstabe animiert sich wunderbar. In unserem Beispiel werden aber hier noch zwei weitere Buchstaben, nämlich der vorherige und der nächste Buchstabe animiert. Das kommt jetzt im nächsten Kapitel. So, und zwar haben wir hier unten unser Element Target und dann sagen wir hier Active. Also das aktuelle Element, was wir haben, das soll aktiv werden. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen unser nächstes Element ebenfalls ansprechen. Dafür sagen wir auch hier wieder Event.Target und sagen jetzt, okay, wir würden gerne unser nächstes Element, also unseren nächsten Sibling, ansprechen. Auch hier sagen wir dann, wir wollen eine Klasse hinzufügen, in unserem Fall ActiveAfter und vielleicht sollten wir das einfach der Richtigkeit halber danach triggern. Dasselbe wollen wir auch nochmal hier machen, allerdings nicht mit Next, sondern Previous Sibling und mit einer etwas anderen CSS-Klasse. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich hier rüber gehe, seht ihr, dass wir wunderbar Active Before, Active und Active After vergeben. Ihr seht aber auch, wir haben gerade einen Fehler erzeugt. Und diesen Fehler gucken wir uns einmal an. Und zwar sehen wir, dass wir hier cannot read ClassList, wenn wir das vergeben wollen, auf Null. Und der Grund hierfür ist, dass wenn wir unsere Elemente angucken und ich hier über das A gehe, dann sehen wir oder haben wir einfach das Problem, dass wir kein Previous Element haben. Und das müssen wir abfangen. Das heißt, wir sagen hier oben ein if Statement mit Event.Target Previous Sibling. Also wenn ein Previous Sibling existiert, dann wollen wir das gerne auch ansprechen. Dasselbe müssen wir auch nochmal hier unten machen für das Next Element Sibling, für nämlich unseren letzten Buchstaben, weil da existiert ja auch kein nächstes Siblings Element. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, sehen wir, dass unsere Klassen korrekt vergeben werden und wir auch keine Fehlermeldungen mehr bekommen. In dem Moment ist unser JavaScript-Part komplett fertig und wir können jetzt in den CSS-Part gehen, um den letzten Animationsstep zu definieren. Dafür gehen wir hier oben rein und haben hier unsere einzelne Klasse, nämlich Active, und das kopieren wir uns einfach mal und schreiben das hier unten rein. Allerdings sagen wir jetzt, wir wollen Active ein bisschen verändern, nämlich Active After, und hier wollen wir gerne unsere Transform Origin manipulieren. Und zwar sagen wir Transform Origin Right Bottom. Wir wollen also nicht von der Mitte aus animieren, wie hier unser Active Element, sondern von der rechten Seite und dann von unten, sodass wir das jetzt kippen können. Wir müssen nämlich als erstes jetzt hier nicht mit Translate animieren, sondern wir wollen das Ganze rotaten. Das speichere ich jetzt mal ab und wenn ich jetzt hier rüber gehe, seht ihr, unser O verändert sich auch ein bisschen. Was wir jetzt aber noch machen müssen, wir müssen den so ein bisschen skalieren, also so ein bisschen zusammenquetschen und das können wir über das Attribut Screw und sagen hier 20 Degree. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich hier rüber gehe, seht ihr, unser O wird so ein bisschen verzerrt.
Das Ganze können wir jetzt einmal kopieren, fügen das hier unten einfach ein und sagen natürlich, okay, wir haben jetzt ja noch eine andere Klasse, nämlich ActiveBefore. Und hier können wir das genau drehen. Wir haben also nicht Right, sondern wir haben hier Left und wir haben Transform genau umgedreht. Wenn ich das Ganze so abspeichere und ich hier rüber gehe, sehen wir haben jetzt wunderbar unsere Animation gebaut, so wie sie in der Demo ist. Was wir jetzt noch machen können, wir können auf unser einzelnes Element hier einen Text-Shadow legen und auch hier oben legen wir einen Text-Shadow drauf und hier legen wir einen Text-Shadow drauf. In dem Moment, wenn wir das nämlich jetzt abspeichern, haben wir noch so ein bisschen einen Schatten im Hintergrund. Je nachdem, was ihr für Farben wählt, ist der stärker zu sehen oder weniger stark zu sehen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr eine Live-Demo, da könnt ihr euch den Quellcode angucken. Aber ihr könnt auch einfach mal den Discord-Server joinen, Social Media einfach mal Hallo sagen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.